So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren wieder einkaufen, ne? Ich möchte hier nichts verkaufen, wir waren einkaufen. Dann sage ich euch, was mir schmeckt, was nicht schmeckt, damit ihr wisst, was ihr gar nicht kaufen braucht. Anstatt, dass ich euch irgendwas andrehe, versuche ich es euch hier abzudrehen. Ich halte im Allgemeinen eigentlich nichts von Pizza mit irgendwie Stuffed Crust, also mit Randfüllung. Dass diese, wie heißt der Typ hier, der Boxer, der Alex... Axel Schulz Pizza hatte Würstchen im Rand. Klingt gut, fand ich schrecklich. Ich war mal bei Pizza Hut, nehme Käse im Rand. Klingt gut, fand ich schrecklich. Du musst es innerhalb von 5 Sekunden essen, nachdem sie es dir hinstellen, sonst ist der Käse wie Gummi und total trocken und zäh. Und deswegen ist so Pizzarand eigentlich absolut nicht meins. Jetzt habe ich bei Rewe beste Wahl aber mal eine Salami-Pizza gehabt. Die fand ich richtig gut. Die, weiß ich nicht, das ist nicht so richtig fest geworden. Das war dann so ein bisschen mehlig. Käse wie Käsecreme auf einmal dann im Rand. Und das in Kombination mit der Salami hat auf jeden Fall richtig gut geschmeckt. Wir haben jetzt aber was gefunden von Mike Mitchell. Ich dachte erst, das ist die Aldi-Marke, aber eigentlich müsste es ja die Lidl-Marke sein, weil die immer so Zeug haben. Es ist aber im Penny gewesen. Also es war im Penny und da hat der gute Mike Mitchell eine Pizza Stuffed Crust rausgebracht, Tex-Mex, worunter ich mir immer nichts vorstellen kann. Interessiert war ich, weil hier aber steht extra scharf. Ihr wisst, ich esse gern scharf, ich muss alles immer scharf haben. Das ist eine Pizza mit käsehaltiger Füllung im Rand, belegt mit schnittfestem Mozzarella, Rindfleisch und Paprika. Was soll da jetzt scharf sein? Paprika ist doch nicht scharf. Ich möchte jetzt mal machen, ich habe natürlich scharfe Soßen da, wie immer, kann ich dann drauf knallen. Möchte die jetzt aber mal so probieren, wie die ist im Vergleich zu Rewe beste Wahl Stuffed Crust Salami. Ja, halt Tex-Mex. Achso, wir müssen die mal auspacken. Vor allem, weil die Leute mal fragen, hey, wann nimmst denn du das Video immer auf und so, du sitzt da im T-Shirt und ist doch voll Winter und so. Die meisten Videos, die so in letzter Zeit kommen oder kamen, sind halt relativ alt, noch aus dem Sommer. Dieses Video jetzt hier ist relativ aktuell im Dezember aufgenommen, weil wenn du in der Wohnung bist, schaffst du es wirklich 5 Minuten draußen zu sitzen im T-Shirt, ohne zu erfrieren. Kommt natürlich auch auf den Tag an, manche Tage sind halt wärmer, manche Tage sind halt kälter. Die sieht richtig rot aus. Ein paar kleine Rindfleischbrocken sehe ich da, da sehe ich halt Paprika richtig rot, ansonsten viel Tomatensoße und ja, riecht gut, riecht wie Döner, also da sind ja auch Zwiebeln drauf, wenn ich das so riecht, denkst du, klappst du zusammen, hast einen Döner, perfekt. Die machen wir jetzt warm und dann gucken wir mal, wie die schmeckt, wenn die fertig ist. So, die Pizza ist jetzt fertig, das sieht dann so aus, die ist hier auf so einem Holzbrett, ne, perfekt. Ich habe auch nochmal gelesen auf der Verpackung, da steht in den Zutaten, Chili. Und durch das Chili müsste die ja jetzt extra scharf sein. Wir hauen die euch mal so hin. Dass ihr das seht, die dampft auch noch ein bisschen. Das ist sehr schön. Wenn ich mir jetzt den Rand angucke oder in den Rand gucken will, das soll Käse sein. Das soll Käse sein. Die wirkt irgendwie sehr klein. Ich weiß nicht, ob die jetzt im Ofen so sehr eingegangen ist. Guckt euch das an. Vielleicht ist es auch, weil der Teller größer ist. Die dampft noch ganz leicht, kommt direkt aus dem Ofen, ist die Stuffed Crust Tex-Mex. Falls es nicht scharf genug ist, habe ich immer noch die Mark Gebauer Danakil Hot Sauce Dabahu. Die ist schon fast leer, ich muss sagen, die konnte man relativ gut verbrauchen. Und ja, hätte ich mir vielleicht sogar nochmal gekauft, aber ich habe ja so viele Soßen noch zur Auswahl, die ich alle testen muss und alles. Gibt es jetzt mittlerweile nur noch im Dreierpack. Aber wäre auch kein Problem. Wir probieren die jetzt erstmal so, beißen einfach mal vorne rein, in die Spitze, wo viel Tomate ist, also Tomatensoße und Rindfleisch. Hat irgendwie eine kleine, schmierige, fettige Komponente. Ich glaube, das Rindfleisch, wenn das warm wird, dann fließt das Fett aus dem Rind raus. Verteilt sich mit der Pizza, sodass das Tomatenmark, was drauf ist, nicht mehr so breiig ist, sondern auch wieder flüssiger wird. Aber wir merken, es ist eine Schärfe da, das ist schon mal gut. Das hat nicht gelogen. Es schmeckt auch gut. Ich muss sagen, es hat einen tollen Geschmack. Ich beiß mal weiter hinten rein, um noch Paprika zu bekommen.
Der Boden macht auch einen stabilen Eindruck. Das harmoniert alles, das fusioniert sich. Wir beißen nochmal ins letzte Stück, um auch den Käserand mit zu erwischen. So, der Käserand ist natürlich wieder ein bisschen stopfig, sag Mama. Wenn wir hier vorne essen, alles super, kommst du hinten hin, wird es richtig stopfig, pfropfig, wie auch immer. Aber hat trotzdem auch gut geschmeckt, hat dazu gepasst. Und wenn du das alles zusammen isst, du kannst es ja auch alles zusammenrollen einfach. So rollst es so zusammen, hast dann hier so ein Tortilla-Röllchen, ja, und beißt so rein mit den anderen dazu. Finde ich auf jeden Fall eine richtig gute Pizza. Ich kann nichts sagen dagegen, ich hätte mir jetzt die andere auch mal holen müssen. Die hat nämlich noch eine mit Käserand. Ich glaube, das war auch eine Salami oder irgendwas. Die hätte man mal probieren müssen. Die kann ich aber ohne Kamera probieren. Aber die würde ich mir auf jeden Fall noch mal holen. Weil die überzeugt mich. Auch von der Schärfe, vom Geschmack, von allem. Obwohl da eigentlich voll wenig drauf ist, schmeckt die einfach genial. Mmh. Mmh. So, das war ein kleines Stück Mexiko für zu Hause, ein kleines Tex-Mex-Feeling. Hauen uns jetzt hier nochmal die Mark Gebauer-Soße drauf, wie Ketchup auf dem Hotdog, kannst du dir das draufknallen und würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Da steht sogar Penny auf dem Karton noch mit drauf, Mike Mitchells, immer so amerikanische Sachen, finde ich richtig genial. Mm-hmm.